grüßen den Fritz. Stell dich vielleicht auch mal kurz vor. Ja, ich vertrete heute ein bisschen die Gegenseite, die DAC. Ja, geht um nicht mehr wirklich viel für DAC, aber nochmal die Neusser ein bisschen ärgern, den Abstieg besiegeln, das wäre eigentlich eine tolle Sache. Und dann schauen wir uns noch die beiden Schiris zur heutigen Begegnung an. Ja, hoffen wir Ihnen, dass Sie das heute gut lachen. Loritz Fernkorn, wenn ich richtig, und Andreas Knechten. Den Hinweis natürlich auch die Leute hinterm Stream, Robert hier am Schnitt, Uli Bergmann hinter der Kamera. Da mal nach hinten fallen. Jetzt erstmal die gute Möglichkeit für Neuss hinten in der Ecke. Zu doll gegen. Erstmal in die Düsseldorfer Kreis eingedrungen über Mausberg. Wird er aber gestoppt. Können sich auf jeden Fall blau-weiß sicher sein, weil die sind auf jeden Fall, wie man es gewohnt ist, immer sehr laut unterwegs. So gut, jetzt mal über links, die Neusser. Gefährlich hochgespielt, kommt er da zum Abschluss. Oh, das ist, nein, oh, das würde ich jetzt anders sehen. Ich finde, da legt er einfach super das Brett und er geht dann an den Fuß. Naja, sind wir mal gespannt, was sie an der Ecke machen. Können wir nochmal sehen. Am Schuss steht zu doll, zur Ablage wieder Ivo Otto, der kommt die Ablage auch und da ist das 1:0 für die Gäste aus Neuss. Die Variante kennt man, die wird öfter gespielt, hat gestern auch sehr gut funktioniert gegen den CATC. Wurde auch gerade angesagt vom Trainer, der war gerade reingeschoben. Ablage. Ja, ich höre gerade. Wurde vorhergesagt, ja, wir gucken nochmal auf die Wiederholung, schön abgelegt von zu doll. Ivo Otto dann mit dem ersten Kontakt. Nettigkeiten hier ausgetauscht werden von Ivo Otto und Julius Heiner. So, der kommt jetzt wieder zum Abschluss, aber wieder. Auf jeden Fall Neopack über links macht das gut. Direkt nach hinten gespielt und. Oh, Riesenchance. Der Ballgewinn von Finger Heinrich. Geht über außen in den Kreis und. Jetzt mal wirklich Brüder, die machen das ganz gut. Kommt dann zum Abschluss, aber schön gehalten von Anton Zickler. Ja, macht er gut. Ja, vielleicht kann man ein bisschen griffiger verteidigen. Aber jetzt geht schon wieder weiter. Schon wieder Finlay Heinrich. Geht wieder über außen. Boah, bringt ihn schön in die Mitte, aber die Erzähler sind da und jetzt direkt gegen Konter. Dominik Giesti ist über außen. Geht in den Kreis. Und er geht rein! Eieiei, mit der Rückhand. Das ist glücklich. Den muss man eigentlich haben, oder? Ja, in Neuss würde ich jetzt sagen, reingestümpelt, in Manier von Mario Stümpel, den, ja, ist natürlich frech abgezogen von dem mit Giskis, aber den muss Konstantin Heiner auf seine Kappe schreiben, den muss er haben, hier sieht man es doch mal. Anzeigebord dringend, knapp 7 Minuten im ersten Viertel noch zu spielen. 10. Saisontor für Dominik Giskis auf jeden Fall. Treffsicher. Und jetzt Christian von Ehren. Er hat schon 14 Tore. Macht er sein 15. Macht er! Wunderschön, wie er sich da durchtankt. Ja, man ist auf jeden Fall schnell und bringt auf jeden Fall auch ein bisschen Körpermasse mit. Macht er richtig gut, wie er da über rechts außen kommt und lupft den dann schön über den Torwart. Ja, das macht man dann, glaube ich, schon nichts mehr als Torwart. Macht er auf jeden Fall sehr gut. Ja, Finlay Heinrich kann jetzt erstmal hier den Ball erobern. Versucht über links mal was Zählbares im Kreis. Schnell kommt. Oh, ein wunderschönen Zieher kommt da zum Abschluss. Nicht so richtig. Oh, das ist eine Ecke, ja. So. Wieder Ableger. Klappt aber nicht. Sehr körperlich an der Bande, wundert mich, dass da kein Pfiff gibt. Und jetzt wieder Finlay Heinrich mit dem Konter, super gut verteidigt von Lasse Hartkopf. Schönes Rückhandbrett, kommt zum Abschluss. Jetzt weiß man gar nicht. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber ist vielleicht was dran. So, aber kommen wir mal. Ja, der ist das. Ja, nee, ist eine Reingabe da von Dominik Giskis. Auch wieder die Reingabe und da ist das 3:1 von Christian Ehren.
ja, das war jetzt natürlich ein bisschen Ping-Pong da im Kreis, aber am Ende schon wieder, macht er schon wieder ein Tor. Der steht ab und zu auch mal richtig. Ja, macht er. Das ist unglücklich für Neuss, aber wir sehen irgendwie heute hinten, finde ich, nicht so wirklich gut aus. Aber sieht immer alles ein bisschen unglücklich aus, oder? Ja. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass er da direkt den Ball aufs Tor zieht. Wäre eigentlich typisch für ihn. Oh, da kommt er aber irgendwie durch. Kommt hier, ah, da will er aber zu viel, da will er. Dann sitzt, kontrollieren gerade das Spiel. Wäre nicht unverdient, wenn hier das nächste, das vierte Tor gleich folgen würde. Ja, das macht er. Gehen wir zum Spiel zurück, Niki Braun jetzt mal über links. Legt den Ball tief auf Schnittigkeiten ausgetauscht, hört man ein bisschen. Also es ist auf jeden Fall entschieden haben, Live-Ergebnisse durchzugeben. Ich wäre kein Besitz hier. Jetzt vielleicht mal die Kontermöglichkeit. Ja, vielen Dank. Heinrich setzt sich da super durch. Immer noch am Ball, legt schön quer. Aber Anton Zickler da, der spielt mit, der wartet nicht im Tor, kommt raus. Und hat den Schläger dazwischen. Jetzt Mausberg, Kapitän, mit einem freien Torschuss durch die Beine von Zickler. 2:3, Anschlusstreffer. Also, sah so aus, als hätte er das sogar extra gemacht. Also, macht er eigentlich ganz schön. Ja. Da kann ich schnell intervenieren, das macht Jan Mausberg nicht extra. Er macht das nicht extra, okay. Dann traue ich ihm vielleicht da ein bisschen zu viel zu, aber ja, Neusser verkürzen, sehr wichtiges Tor, um hier irgendwie dran zu bleiben. Ob es verdient ist, ist, glaube ich, allen Neussern egal. So, jetzt ist hat sich der Trainer mal selber ins Spiel gebracht. Ein paar Akzente setzen. Oh, das ist... Und jetzt geht es mal wieder in die andere Richtung, tiefer Ball in den Kreis von Düsseldorf. Dann springt der Ball hoch, aber ja, ins Brett gezogen. Von Sam Michele, deswegen der richtige. Lindemann über rechts, Niopek. Jetzt muss er eigentlich mal einen Doppelpack spielen. Aber macht's alleine, will es alleine. Ha, hätte er gespielt, auch nicht schlecht. Und dann super Aktion da von Tim Hagedorn. Ja, weiß ich nicht. Jetzt kommt die Ecke raus, Ableger wird gespielt. War eigentlich gut gespielt von Neuss, aber auch gut aufgepasst von Düsseldorf. Tore lang Heinrich, lässt sich da nicht lange lumpen. Schöner Querball auf Hagedorn. Aber Zickler. Boah, schön gemacht. Kommen die Neuss dann nochmal gefährlich. Kreisecke, ja. Können wir auch vorstellen, dass Tudol den Schritt nach rechts macht. Genau, dann macht... Aber Neuss stürmt weiter, erstmal aufs Düsseldorfer Tor. Ball rutscht irgendwie durch. Müssen sich vorwärmen. Oh, das macht er jetzt aber. Oh, 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 und das gibt die Ecke. Kommt kurz. Oh. Spannend. Und wieder direkter Schuss, aber Härte des Schusses lässt zu wünschen nach. Oh, hoch. Okay, da kommen die Neusser aus der Kabine. Waren relativ lange. Die DHCler sind schon seit. Boah, ich glaube, 10 Minuten hier wieder machen da, unterhalten sich alle noch ein bisschen nett, plaudern ein bisschen. Vier Ecken, nur ein Tor, das ist viel zu wenig. Es zieht sich leider auch ein bisschen wie ein roter Faden durch die Saison, aber Ecken gut rausgespielt, das ist das Positive zu melden. Man spielt gut Hockey zwischendurch mit. Und deswegen ist es hier auch noch offen. Blau-Weiß Köln liegt derweil in Mülheim 1:4 hinten. Das heißt, das Ergebnis spielt schon mal in die Karten der Neusser. Jetzt muss man hier nur noch selber die 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Ja, und hoffentlich sehen wir wieder eine schöne, spannende zweite Halbzeit. Und es geht auch wieder super los. Nicht lang verschnaufen, nach 30 Sekunden. Gut durchgesetzt von Christian Sudol, der dann im entscheidenden Moment auf Finn Lang-Heinrich ablegt. Der wird noch ein bisschen gestört, aber nicht mehr entscheidend. Ja, und lässt dann Anton Zickler am Ende keine Chance. 3:3, wieder alles offen hier. Sieht aber eher nach einer Halbfeld-Manndeckung aus. Jetzt kommen sie gut in Kreis. Oh. Okay. Lasse Hartkopf, sehr schön auf Alexander Niopek. Der geht in Kreis. Lolo Lindemann mit dem Torschuss macht er gut. Oh, ja. Begegnet dem Dreieraufbau jetzt mal gegen mit einer Manndeckung. Aber Düsseldorf kontaktet sich erstmal gut raus. Aber Konstantin Hart. Aber ja, noch lässt
Neuss auf das nächste Tor warten. Jetzt aber mal, der Ball kommt irgendwie durch. Anton Zickler aber früh draußen. Macht den Winkel ganz eng für Matthias Gräber, der da nur den Körper finden kann. Und es geht erstmal wieder hinten rum. Schöner Ball auf Samir Kelien. Der lässt den Ball auf die Rückhand durchlaufen. Kleine Rückhand überwindet Anton Zickler. 4-3 Neuss. Und Stand jetzt ist Neuss bzw. Blau-Weiß Köln abgestiegen. Blau-Weiß Köln liegt nämlich 6-2 zurück. Und spätestens jetzt sind alle Augen im Westen hier auf dieses Spiel gerichtet, in diese Liste eintragen können. Bei uns auch. Ah, wir kriegen kurz den Zwischenstand reingereicht. Ulm aus Mühlheim führt 6-2 gegen Blau-Weiß Köln. Das heißt immer noch Stand jetzt. Blau-Weiß Köln abgestiegen. Neuss bleibt in der ersten Liga. Und es geht hier weiter. Wir sind gerade beim Thema Neusser Führung und Neuss kann die Führung erstmal aufbauen. Wieder Sudol Langheinrich im Zusammenspiel, diesmal in umgekehrten Rollen. Langheinrich als Vorbereiter, Sudol als Vollstrecker. Und der ist Anton Zickler keine Chance. Er muss natürlich ein bisschen rauskommen, mitspielen. Ball wird dann quergelegt. Und dann mal aufs Tor bringen da den Ball. Also verstehe ich nicht wirklich. Wird da auch schon entsprechende Kritik empfängt er da von der Bank des DACs. Und jetzt wieder die Düsseldorfer schnell in die Ecke. Domme Gieskes. Eieiei, das muss eine Ecke sein. Ja, genau, das ist eindeutig. Da muss man jetzt, glaube ich, aus neuester Sicht nicht diskutieren. Da hakt er sich ein. Vielleicht sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Versucht da davor zu kommen, aber Christian von Ehren lässt ihn natürlich nicht davor kommen. Und dann, ja, dann fällt er da in seine Beine rein. Das ist eine klare Ecke, meiner Meinung nach. Ja, alles richtig angesagt, bis auf, dass der Ball reingeht, aber Wiederholungsecke. Die schießt er selber ins kurze Eck, das ist offen. Sehr wichtiges Tor dadurch Niklas Braun, schöne Ecke. Ja, die kurze Ecke war offen, erkennt der Ablauf vielleicht nicht mal so schnell, aber das ist ein wichtiges Tor für den DAC, um hier im Spiel zu bleiben. Und das ist natürlich bitter für die Neusser, hier so eine Schlussecke zu kassieren. Trotzdem muss man sagen, sieht es gut aus für die Neusser, aber das ist hier noch nicht vorbei, da bin ich mir sicher. Ich gehe mal davon aus, dass der mit Torwart draußen spielen wird. Weiß nicht, ob Anton Zickler ja bei den Düsseldorfern zu geben. Auch Müller tief auf Gieskes. Carsten Merge lässt den Ball da irgendwie durchrutschen. Und jetzt war Finn Langheinrich, der sein Tempo ausspielt. Tor ist leer. Und da ist die Führung wieder ausgebaut auf 2 Tore. Da hat man wieder die Schnelligkeit des jungen Mannes gesehen. Und bei dem Tempo dann auch noch den Ball so zu kontrollieren und zu dribbeln, das ist schon stark. Der war wichtig. Und da angesprochen, der Nachteil natürlich in Überzahl zu gehen. Hinten steht kein Torwart mehr drin. Und dann reicht so ein Torschuss aus. Und trotzdem auf Neusser Seite. Jetzt mal guter Ball. Das war gut gemacht. Düsseldorfer Kreis. Sauber verteidigt. Ich muss hier mal ganz kurz die Schiris loben, muss man wirklich sagen, bei so einem schon hitzigen Spiel hier ohne Karten auszukommen, ohne dass es ausartet. Gefällt mir mal sehr gut. Und da das finde ich jetzt. Das würde ich jetzt mal gerne sehen. Da will der Schiri eigentlich erst in die andere Richtung pfeifen, gibt dann doch das Tor. Also wirklich, was die Distel. Ja, wieder Julius Heiner, der da den Ball verliert. Will jetzt nicht von verschenkt reden, aber. Ecke direkt. Oh, das ist ein harter Pfiff. Das ist ein harter Pfiff. Vielleicht auch der klassische Sensationspfiff. Um das Spiel noch mal ein bisschen spannend zu machen, wollen wir den Schiris natürlich aber auch nicht unterstellen. Neuss machen hat gut. Und die ist drin! Und jetzt wird es hier nochmal schön spannend. Ablage Domme Gieskes. Und jetzt sind es noch 2 Tore. 5:50 auf der Uhr. Und das wird jetzt hier nochmal richtig knackig. Natürlich, die Neusser lassen sich jetzt Zeit. Jetzt bin ich schon. Jetzt, jetzt macht er gut, aber. Na, jetzt mal gut gespielt von Düsseldorf auf Gieskes. Und der. Ah.
in Überzahl. Ah, gut gelöster von Tore Lang-Heinrich. Kann den Ball erstmal klären. Jetzt wieder die Möglichkeit. Finn Lang-Heinrich muss den Ball querlegen. Der Ball ist jetzt ein bisschen lasch. Wieder in die Ecke. Dorme Gieske springt rein und wieder Leon Aumüller. Und das hat ich. Ich bin hier ehrlich gesagt gerade eher der Zuschauer und Fieber mit, aber ich denke, jetzt kann ich das Mikro übernehmen. 20 Sekunden noch auf der Uhr und ich, ja, wenn die Neusser clever sind, dann laufen sie jetzt einer nach dem anderen zu viel raus. Wenn das 6-5, 6-7 noch fällt, ist egal. Neuss bleibt hier in Liga 1 und ich mache mich schon mal auf den Weg nach unten für die Interviews. Und die Ecke wird erstmal reingemacht. Ja, und ich renne hier. Ja, wir haben gewonnen und ich kann die frohe Botschaft verkünden. Blau-Weiß Köln verliert in Mülheim. Das heißt, wir bleiben in Liga 1. Ich rede mal als wir, weil nebenberuflich bin ich auch noch Spieler bei uns. So viel Subjektivität muss es sein. Ja, ich will jetzt gar nicht groß über das Spiel reden. Wie fühlt es sich gerade, dass wir in Liga 1 geblieben sind? Ja, man fühlt es noch gar nicht, weil es gerade vorbei ist und man irgendwie platt ist. Aber wir haben ja vorher gesagt, wenn wir das Ding hier gewinnen, dann bleiben wir zurecht in Liga 1. Von daher. Ja, fällt einem schon ein Stein vom Herzen, dass wir, weil wir gestern ja das Spiel so ein bisschen vergeicht haben, was auf der Schippe hatten, dass wir es heute dann gemacht haben. Gestern ja vielleicht auch ein bisschen unglücklich, heute deswegen vielleicht ein bisschen glücklicher, ausgleichende Gerechtigkeit? Ja, das kann sein, ja, das kann sein. Vielleicht auch, weil Düsseldorf nicht mit den vollen 100% gespielt hat, die sie hätten irgendwie haben können. Von daher ja, sind wir natürlich der glücklichere Sieger, aber da fragt morgen keiner mehr nach. Von daher spielen wir nächstes Jahr in Liga 1 und alles ist gut. Ja, Glückwunsch nochmal von mir und ich freue mich auf unsere Abendplanung gleich. So, jetzt ist Nico bei uns. Hi. Ja, am Ende 6-7. Knappes Spiel, spannendes Derby. Nimm uns mal vielleicht ein bisschen mit. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also ich finde von uns am Ende zu wenig, dass wir nach der 3-1-Führung, finde ich, hätten wir viel cleverer spielen können und viel mehr auf Konter setzen können und kassieren jetzt am Ende, würde ich behaupten, von 7 Toren sind 4 einfach komplett billige Gegenkonter. Das ist dann zu wenig, um so ein Spiel zu gewinnen. Und es ist einfach auch schade, dass wir jetzt damit auch einen gewissen Einfluss noch auf den Abstiegskampf genommen haben. Ja, heute das Spiel dann leider verloren, auch früh den Torwart rausgenommen. Blicken wir mal auf die ganze Saison. Am Ende, glaube ich, stehen 10 Punkte zu Buche. Ja, seid ihr zufrieden mit der Saison insgesamt oder habt ihr euch irgendwie mehr erhofft? Oder sagst du, ja, eigentlich ist gut jetzt auf dem 4. Platz, wo wir stehen? Also ich glaube, vor 2 Jahren hatten die Jungs 4 Punkte und sind, glaube ich, mit einem Tor gerade glücklich irgendwie dort drin geblieben. Ich finde, wir haben phasenweise sehr, sehr gute Spiele dabei gehabt. Jetzt die Niederlage hier zu Hause gegen Blau-Weiß und hier zu Hause gegen Neuss ist einfach noch ein Tick zu viel. Da müssen wir, finde ich, mit unserem Kader irgendwie besser spielen. An sich war unser Ziel auch der Klassenerhalt. Das haben wir souverän geschafft und dementsprechend sind wir damit jetzt halbwegs zufrieden. Aber es gibt noch ganz schön viele Schritte, die zu gehen sind. Dann gratuliere ich zum Verbleib in erster Liga und freue mich natürlich aus Neuss, da muss ich natürlich auch sagen, dass wir uns nächste Saison in der Halle wiedersehen. Und dann wünsche ich euch eine schöne Pause. Wobei, bei euch geht es ja weiter mit den Damen. Trainer-Duo, viel Erfolg da beim Viertelfinale. Und hoffentlich sehen wir euch dann beim Final Four am Ende des Monats in der eigenen Stadt. Da gehen wir von aus. Und genau. Ja, wunderbar. Danke. Sonst mit den Herren eine schöne Pause.